Hi Leute und willkommen zurück zu Stalker 2. Ich habe mich hier in eine Lage gebracht, wo ich wieder raus muss. Wir haben da gegenüber auf der anderen Seite im letzten Part aufgehört. Da habe ich gesehen, hier leuchtet was drin. Hab mir gesagt, ja, gehst mal gucken. War der Dornenkristall. Ja, das ist ein kleines Artefakt. Jetzt ist es meins und jetzt muss ich hier wieder irgendwie raus. Ja, wir haben hier hinten gestanden, haben den runtergeguckt und da hat es halt da drin geleuchtet. Jetzt nicht mehr. Okay. Da hinten ist immer noch unser Ziel. Tödliche Frequenz. Kurz mal nom nom. Okay. Wie gesagt, wir ballern mit hiermit noch so ein bisschen rum, bis es endgültig kaputt ist. Und dann müssen wir uns irgendwas überlegen, wodurch wir das Ding ersetzen. Hat aber gute Dienste geleistet, hat eine Menge Leute uns vom Hals geschafft. Aber das zu reparieren ist auch schweineteuer, deshalb. Nö. Also ich muss sagen, ich wäre damit zufrieden, wenn sie Haltbarkeit Quatsch wegmachen würden. Dafür es aber keine Waffen zu looten geben würde, sondern nur Muni. Und die Waffen bekommst du halt bei Quests an speziellen Punkten auf der Map oder so. Und dann halt bei den ganzen Quests, dann, dass es halt richtig viel Geld gibt, damit man die Sachen upgraden kann. Wollen wir hier drüber gehen? Ja, ne? Bisschen. Können zwar eh nichts aufheben, weil wir sonst zu schwer sind, aber. PDA, Anzeige, Zarton. Ah, wir sind über die Grenze in die Region rein. In den Gebäuden könnte halt irgendwas sein, aber. Nö. Ich glaube nicht, dass da irgendwie großartig jetzt was sein wird. Wenn hier. Doch, hier sind. Hier sind Wachen? Ich wollte eben sagen, wenn hier keine Wachen sind, dann lohnt sich's ja nicht. Dann wird ja auch nichts beschützt werden, aber. Irgendwas sieht uns auf jeden Fall. Egal, wir gehen erstmal weiter. Ach so, ja, ich wollte was schauen.
Ich wollte das anmachen und gucken, auf das mein PC grillt. Also ein richtiges Scope, irgendwie vierfach, achtfach oder sowas. Hätte ich halt gerne. Oder 16-fach. Und dann einfach oben auf dem Haus stehen und irgendjemand wegballern am Ende in der Straße. Okay, das, da wollen wir hin, ja. Gehen wir hier hoch bis zu dem Gebäude und dann rüber. Es sei denn, hier kommt natürlich gleich irgendwas angelaufen. Okay. Jetzt nach vorne zur Eingangsseite. Wie gesagt, es gibt so einen offenen Funk, jeder kann sich gegenseitig anfunken. Ich weiß ja nicht, warum die Leute uns immer erkennen, aber weil wir haben die gleiche Ausrüstung wie alle anderen. So. You're entering Ward territory, Stalker. You have no business being here, you hear me? Turn around and get lost. I'm looking for someone. And he's in there. There definitely aren't any stalkers here, I'll tell you that much. If it were up to me, I wouldn't be here either. So get lost. Easy now, I'm already leaving. All right, and I don't want to see you around here again. Okay, ich hab's versucht mit Gewalt zu machen, beziehungsweise mich reinzuschleichen. Jede Ficktür in dem Gebäude, in das Gebäude rein, ist abgesperrt. Das heißt, man muss da anscheinend storymäßig jetzt nochmal 500 Meter laufen.
Also man kann die einfach an ihm vorbei, hinten rum und dann zu dem Gebäude hin. Aber jede Tür, egal von welcher Seite man zu dem Gebäude will, ist abgeschlossen. Das heißt, nochmal laufen. Yay! Ich habe gedacht, es geht einfach, schleißt sich rein, macht auf, geht rein, sagt, was man will. Ich kam aus der Richtung schon. Good to see you, Skip. I should have moved my camp a long time ago. We're sitting ducks out here in the open. But there are some folks out here I just can't say no to. Besides, it feels good to lend a hand to someone the ward doesn't like. Means we got a lot in common. You said you could help me. Scar says you're looking for a traitor among the wardens. I think they'd very much like to find him themselves. Maybe they already have. In order to make sure, though, we have to hack into their radio frequencies. And that means we need their sensors. So, where do I find these sensors? We already have them, and it's all thanks to you. Richter gave us your little present from the Lesser Zone. You did the right thing, Skiff. Trust me on that. Now, let's see what those dogs are barking about. All patrols, you are to detain Lieutenant Sterev at once. Do not negotiate with him. If you encounter resistance, to kill. Alpha Team, you're cleared to enter the Claw. Bravo Team, get to the vent. The Lieutenant might... Monolith Tech. Huh. Music to my ears. Well, Stalker. If the ward is going after one of their own, and there's Monolith Tech involved, this Sterev fella might be the one you're looking for. I take it you want to find the traitor before the wardens do. Good hunting. Thanks. I'll get going. The Zone always sides with those who tread softly. One more thing. Spark pays generously for the heads of those warden curs. If you eliminate all their patrols, we'll appreciate it. Okay. Das Team Alpha. Das Team Bravo. Ich habe mich eben gewundert. Okay. Ja, sieht besser aus. Können wir weitermachen?
der Duft zu ballern. Jetzt mache ich mit. Meine Güte. What the hell? Was ein Trash. Okay, also für den allen sollen wir die Teams ausschalten und da könnte halt auch irgend so ein Verräter drunter sein, den wir suchen. Meine Fresse. Bitte durch. You'll never find him. Find who? What are you talking about? What's the point of it all? If there's nothing inside me, there's nothing, period. The zone took everything. Every last bit. Maybe there was never anything there to begin with. Look, Stalker. Do me a favor, okay? Make it quick. Right in the head. Okay. If that's what you want. Just make it quick. Er hat darum gebeten, ja? Hä? Und jetzt war hier nur einer, oder was? Ne, hier sollen mehrere sein. Beseitige das Team Alpha optional. Steht da, aber...
Vom Kommandanten können wir Infos holen. Irgendwo. Wäre halt schon cool, wenn da stehen würde, wo der ist. Wenn man den erst nicht erst suchen müsste. Hm. Ey, so das Gebäude. Ich habe noch welche gefunden. Okay, die spielen unten in irgendeinem Graben. Drauf vielleicht? Nee, den Schuss müsste der gehört haben. Oh, ist hier wieder so ein Gedankenverwirrt-Typ. Ja, hier ist wieder so ein Gedankenverwirrtyp. Aber wo ist der? Ich hab doch gewechselt. What the fuck? What the fuck? Wie viel hat der ausgehalten? Also die haben eine andere Waffe, macht nicht mehr besonders viel Schaden. Dadurch, dass er... dass die halt so doll gedamaged ist. You haven't been in touch for a while. I've got news. Good news. I've done as you asked. I managed to find out how to get into Circa. Answer me. I'm at the location right now. I'm going to check it out. The path is clear. Can you hear me? We can... Damn! I don't think it's going to work! I'll find another way and I'll do whatever it takes!
Also oben war so ein gedankenverwirrt Typ, der dich einfach killen kann. Hier unten keine Ahnung, was das eben war. Für ein Mutant. Wir müssen auf jeden Fall jetzt ein... Guten Tag. I don't like this. He can't hide forever. Get him. Save your breath. Geh vor. Los. You can't hide forever. Okay, we're good. Könnt ihr bitte vorgehen? Ich will nicht. Nicht. Geht halt nicht vor. Wie macht das Blutung? Das verstehe ich nicht. Kratzt er mich? Ohne Fingernägel? Filthy beast! Commander! Are you alive in there? I can't hear shit! Who the fuck are you? Did you find Sterev? The lieutenant? How do you know about him? Are you working with him? Come on, asshole, try me. I'll put you down too. Er hat angefangen. Ich will das hier nur mal klarstellen. Okay. Mhm.
Scheint es da vorne wieder rauszugehen. Durch die Anomalien natürlich. Ja, hier sind wir fertig. Das ist schön. Dann schauen wir jetzt mal. 31 Haltbarkeit noch. Haltbarkeit ist auf 0. Tschüss. So. Bitte dich und dich. Oh, dich kann man sogar upgraden. Ich habe mal keine Munition für dich. Das ist schlecht. Du. Irgendwas musste halt sein, warum auf einmal die Waffe kein Damage mehr gemacht hat. Bitte hier. Also irgendwas ist auch ein Artefakt, aber keine Ahnung wo. Nö, danke. Okay, nun. Es gab ein kurzes Problem. Das Spiel ist abgestürzt. Jetzt bin ich die Waffe los, die ich gerade noch hatte. naja. Egal. Wir gehen weiter zum Bravo-Team, hieß das, ne? Ja, Team Bravo.
Nun. Kann schon mal so ein Krater übersehen. Schauen wir mal. 30% ist okay. Müsste das gleiche sein, ja. Dafür haben wir ein bisschen Munition. Dafür auch nur ganz wenig. Egal, muss so reichen. Für die andere Waffe hätte ich halt über 200 Munition gehabt, aber wenn die Waffe 0, gar keinen Schaden macht, dann und das Reparieren 30.000 kostet, können wir die nicht mehr benutzen. Zumal ich die da hinten irgendwo hin weggeschmissen habe. Ja, ich laufe jetzt nur noch hin. Also wird nichts mehr passieren in dem Part. Es sei denn, ich trete noch auf eine Mine oder sowas. Oder random taucht hinter mir jemand auf und sieht mich. Okay, dann kümmern wir uns hier um Team Bravo im nächsten Part. Bis dahin, ciao Leute.